Willkommen zurück, meine verehrten Farmer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria. Und mein Gott, das letzte Mal ist jetzt schon, keine Ahnung, 2 Wochen her, dass ich es aufgenommen habe. Also das ist jetzt wirklich der letzte Tag, den ich aufnehmen muss, bevor ein neuer Part kommt. Das heißt, ja, ich bin ein bisschen spät dran damit. Und ja, ich werde höchstwahrscheinlich während des Parts irgendwo einen Cut setzen, es sei denn, ich speedrunne das heute, was ich nicht glauben werde. Das liegt einfach daran, dass ich zwischenzeitlich dann mein Essen, was ich vorbereite, danach essen muss. Und ja, abgesehen davon würde ich sagen, lass mich erstmal wieder ein bisschen vertraut werden mit der Steuerung und allem. Ich habe in letzter Zeit nicht wirklich irgendwas Vergleichbares gespielt, sondern mehr andere Sachen. Deshalb Layout und alles wird das mal ein bisschen ungewohnt für mich. Und wir haben scheinbar heute Quest completed gehabt, bevor ich aufgehört hatte. Town Rank Level 8. Schick. So, dann läuten wir mal den Sonntag ein. Der war gestern, Zeitpunkt der Aufnahme, also noch gar nicht so lange her. Und ich würde sagen, wir legen erstmal los. Oh, ich muss gar nicht gießen, einfach nur, weil es regnet. Das ist ja schön. Weather Crystal Ball. Phantasm. Dozy absolutely insisted that I send you an extra token of apology for nearly knocking you out with, whoops, falsche Taste, with my experimental potion yesterday. Here's a magical object that you might find useful, if you can figure out what it does. Oh, ho, 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 ho. Juniper. Ja, dann nehmen wir mal ihr Weather Crystal Ball. Und, ah ja, stimmt, wir können ja hüpfen. Peer beyond the curtain into the weather. Lass mich raten, ich kann damit herausfinden. Oh. Image forms in the crystal ball. Tomorrow's weather will be breezy with cherry blossoms in the air. Okay, ich hab's mir schon fast gedacht. Es ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich die eigentlich mitnehmen will. Kann ich dich irgendwie wieder aufheben? So. Okay. Ich würde nämlich selbstverständlich gerne den Crystal Ball lieber im Haus stehen lassen. Okay, da steht er gut. Mitten auf dem Teppich. Genau in die Mitte. So, jetzt können wir ja erstmal ein bisschen ernten. Nett. Wir haben uns ein paar Jagaimos gegönnt. Also Kartoffeln. Da kommt der Weep aus mir raus. Und hatten wir noch irgendwelches Saatgut? Wir haben Grass Seed, aber das ist nicht zum Sehen da. Denke ich zumindest. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es ja mal ausprobieren. Lass mich das mal ausprobieren. Nee, damit kann ich nicht pflanzen. Okay, gut. Dann werde ich die Potatoes eine ins Museum bringen und eine auf jeden Fall versenden. Von den Tulips habe ich auch. Wait, habe ich auch den Turnip schon? Ja, habe ich auch schon reingebracht. Okay. Mann, ich habe ja doch gute Vorarbeit geleistet. Man merkt, da ist halt eine ganze Menge Zeit dazwischen gewesen. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen einfinden. Tut mir leid. Nehmt mir das bitte nicht so krumm. Okay. Dann würde ich sagen, bringen wir eine Kartoffel erstmal zum Museum. Oh. Ah, ich komme sowieso wieder zurück. Dann kann ich auch mit dem Guardian sprechen. Da, da. So, haben wir hier jemanden? Ja. Okay, sprechen wir natürlich mit der guten Henne, Henrietta. Hieß sie ja, glaube ich. Und ihrem Herrchen, Aiden. Ja, sie ist Henrietta. Henriettas Fondness for the rain is apparent. She seems like an adventurous chicken. Das gefällt mir. Welcome, Phantasm. Don't be shy if you need something. Ah, derzeit brauche ich gerade nichts. Ich will einfach erstmal einen Tag starten. Wildbeeren nehme ich mit. Nehme ich mit. Immer gut zu haben. Gerne mehr Wildbeeren. Danke. Und ich denke, ich werde... Oh. Ich denke, ich werde bei Gelegenheit hier... Und, ach nee, wobei... Ich mache das auf der Farm. Ich wollte gerade sagen, ich werde hier und da ein paar Ressourcen unterwegs abbauen, aber es würde sich nicht lohnen.
Weil auf der Farm haben wir noch so viele Ressourcen, die wir mitnehmen können. Entschuldigt mein Aufstoß. Ist hier nicht auch jemand? Nee. Ah, der ist im Museum. Natürlich ist er das. You to take a look around the museum, Phantasm? Go right ahead. Oh, and be sure to point out any leaks if you come across them. I thought we had them all, but... Das passiert dem Besten von uns. Spring Crop Set. Okay, wir brauchen noch Erdbeeren, Salat und Kirschen. Alles klar. Baylor, Mysterious Recovery could happen a lot faster if the mine was reopened. Of course, it could also speed along my profits as well. Du beschwerst dich erstmal gar nicht. Wir reden nämlich heute mit der Bürgermeisterin, weil wir den Auftrag erledigt haben. Damit du dann erstmal deine Waren schneller wieder in die Stadt bekommen kannst, nicht wahr? Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Dann würde ich sagen, nach der Schmiede ist das auch unser erster Abstecher. Nämlich natürlich wegen dem Geschwätz mit den Bewohnern mit. Don't mind me, Phantasm. I'm just thinking about rocks back here. Wow, das ist ein Hobby. Let me know if you need something. Good morning, Motherfluffers. Morning. Ja, und tschüss. Hey, Snorra. Don't be shy about popping into the general store. Ja, nee, das wäre ich auch nicht. Ich möchte erstmal was anderes erledigt haben. Was ganz Wichtiges. Guten Morgen, ja, bitte. Hey there, Phantasm, what's up? I've gathered what we need to repair the bridge. Nothing much, just completed a bridge repair donation. Oh, that's nice. Wait, what? That's wonderful news. Come on, let's go tell everyone. Das war der Gedanke. It's time. Let's get this bridge repaired. Nice work, Phantasm. Now it's my turn. Just let us know how we can help, Rice. Ich hatte übrigens am Wochenende auch ein Karaoke, deshalb kann es auch sein, dass meine Stimme vielleicht hier und da ein bisschen kratzt, nur damit ihr Bescheid wisst. Are we done, Rice? Feels like we're done. We sure are. This bridge is going to last a long, long time. Das freut mich zu lesen. Great job, everyone. I'll let the Saturday market merchants know that the bridge is repaired. Let me help you, Adeline. Together, I'm sure we can guarantee that Saturday will be market day in Mysteria again. Ja, nächsten Samstag, würde ich sagen. Cheers to that! Ich finde es beeindruckend, wie sie übrigens aus den Materialien innerhalb von einem einzigen Tag bereits eine Brücke stampfen konnten. Das ist... Dedication und Effort. Wild, wild, wild. Aber ey. Wir haben den Auftrag abgeschlossen und das hat sich auf jeden Fall für uns gelohnt. Sprechen wir erstmal mit dem Hundi. Wir können ja übrigens jedes Mal jetzt, also fünfmal in Folge, kostenlos hier baden, was auch ziemlich praktisch ist. Despite the rain, Dozy appears to be as clean and fluffy as ever. Hunde sind einfach anders gut gebaut, was Wetter betrifft. Die schütteln sich einmal und dann hat sich das erledigt. You're feeling fine after you drank my potion? No long-term effects? Rhetorical question, of course. Quite rhetorical, Well, be on your way, your healthy adventure. Jetzt wollte ich noch mit ihrem Bruder sprechen. Und mit Nora hatten wir schon gesprochen, das heißt, das kann ich skippen. Das heißt, wir gehen erst nochmal in die Villa hoch und dann gehen wir runter. Ah, da ist er auch. Perfekt. Phantasm, thank you so much for your help repairing the bridge. I should probably warn you that my sister has moved up the timetable to several of her other initiatives as a result. Still, it's all to help Mysteria grow. Exciting times are ahead. Das freut mich auf jeden Fall zu lesen. Wir werden so schnell nicht out of work gehen, das ist klar. Jetzt müssen wir hier rechts rein, genau. I was lost in thought about an old flame, Rodrigo.
A beautiful light and chandelier of my life. Thank you for your help repairing the bridge, Phantasm. Be sure to stop by the Saturday market and enjoy it with the rest of us. Na, aber sicher doch. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf, aber das wird noch viele, viele Parts dauern, bis wir dort sind. Shake. Oh, no shake. Shake. Ein Acorn. Nice. Da haben wir die Kindergang. Bleibt hier. This Juniper's potion smelled pretty bad, huh? When I am queen, I'm making him a royal poisoner. Wow, was? I don't think there's a smell in nature as bad as the potion of Miss Juniper's. And you drank it, wow. Humanity is truly capable of anything. Das ist wohl wahr. Now that the bridge is repaired, the Saturday market is back on. I've been saving my allowance for this. Das freut mich zu lesen. Clay für Nora, okay. Wie mache ich denn Clay? Okay. Ganze Menge Rewards, die wir jetzt bekommen haben. Wait. Achso, ja. Das musste man ja entpacken. Du-du-du-du-du-du-ding. Genau, equip this cosmetic. Dann entpacken wir das. Und wir entpacken das. Jawohl. So. Ah, hier laufen zwei. Mit dem möchte ich reden. My Phantasm, you've always got such pep in your step. Wow, das ist ein Kompliment. Another busy day. Hemlock, du sagst es. Wir haben viel zu tun. Erstmal gehen wir in den Store. Guten Tag. Oh, Phantasm, you didn't see me eating on the job, okay? I have to destroy the evidence. Gönn dir doch mal. I'm picking up some rations for a little rainy day fishing experience. Expedition. Fishing when it's raining is a whole lot of thing, you know? Ja, tatsächlich gibt's Leute, die das sagen. Ulrich's birthday is coming up, huh? He'd probably be over the moon if you gave him a gift. Ich wüsste nicht was. Wir brauchen auf jeden Fall... Ich glaube, wir haben schon Cabbage. Aber wir brauchen auf jeden Fall Strawberry, damit wir das Set vollständig machen können. Ja, kochen ist jetzt noch nicht auf meinen Tagesplan. Belassen wir es mal dabei. Ich kann ja Sachen verkaufen und dann schauen, wie viel ich habe. Dann kann ich ja immer noch Cabbage kaufen oder beziehungsweise Strawberry. Ah, listen to that pattering rain on the roof. Like music you could dance to. Das ist ein Poet. Phantasm, it's really sweet that you took an interest in Lux. In Luke. Habe ich ihn Luke oder Luck vorgelesen? Ich habe, glaube ich, Luke vorgelesen. Luke's Bug Hobby, thank you. Aber noch habe ich keinen einzigen Käfer gefangen. Das müssen wir noch nachholen. So, oh. Na, schau mal einer an, wer da ist. My mom is over the moon about a bridge being repaired, Phantasm. She told me they're going to place a big restock order for the general store. I hope Baylor has enough room in his wagon. Das hoffe ich auch. Bling. So lovely, you know exactly what I like. Ich meine, das ist jetzt nicht so schwer, nachdem du es gesagt hast. War hier nicht noch jemand? Ah ja, Valen. Aber mit Valen haben wir schon gesprochen. Also spielt es keine Rolle. Wir müssen jetzt alle durchhaben. Lass mich mal nachschauen. Oh, das war nicht... Wo genau war das nochmal? Der Relationship Chart hier. Hä? Achso, wir sind direkt zu Dingsens gehüpft. Zur Questabgabe. Okay, ja. Dann müssen wir noch kurz mit Adeline reden. Daran soll es nicht scheitern. Sie ist ja direkt links. Okay, und dann gehen wir auf die Farm, würde ich sagen. You're so dependable, Phantasm. I'm thrilled you answered the call to settle in Mystria. Ich meine, bisher habe ich noch nichts wirklich Beeindruckendes gemacht. Das bisschen Farming bzw. Items ergattern, das hättet ihr auch ohne mich hinbekommen. Aber hey, es freut mich, wenn ich helfen kann, nicht wahr? Das sollte die Einstellung sein. So, jetzt gehen wir erstmal auf die Farm und sprechen natürlich mit unseren geliebten Rachen. You feel compelled to talk to Calder's statue. You've helped to repair the bridge into town. Well done, Phantasm. I'm sure the other villagers appreciate your efforts. Ich glaube, ich... Nee, ich habe noch nicht wirklich Neues. Okay. Oh. Oh, ich habe das Netz gerade nicht. Schade, sonst hätte ich schon mal die Cricket fangen können.
Okay. Ich könnte Wildberries Leuten schenken, oder? Ich werde auf jeden Fall die Kartoffel verkaufen für Geld. Und die Tulpen werde ich behalten. Das Acorn, das kann ich nicht ins Museum geben. Okay, 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 schauen wir mal. Die Daffodil. Wildberries habe ich 89 Stück, aber verkaufen will ich die halt wirklich nicht. Werde daraus, kann ich dann später was Vernünftiges machen. Okay, dann verkaufe ich die Turnip, die Potato und die Chickpea. Und ich denke, mit dem, was dann rumkommt, kann ich erstmal ein bisschen was machen. Ich könnte auch das Wild Leek und den Fennel verkaufen. Ja, ja, wir machen jetzt erstmal die Hütte voll. Zack. Und zack, und zack, und zack, und zack. So. Dann würde ich natürlich jetzt auch noch das Käfernetz einmal bitte mitnehmen. Damit wir für den Fall der Fälle, falls wir nochmal einen Käfer sehen, ihn direkt einstecken können. Und dann würde ich mal eben ein bisschen Farmarbeit betreiben. Welche Taste war das? Diese. So. Bauen wir mal ein bisschen ab, was hier so in den Umlanden ist. Ich muss doch mal testen. Pflügen können wir vermutlich nicht. Oh. Grass Seed. Oh, noch eine Kartoffel. Die habe ich übersehen. So, genau. Dann kann ich nämlich das hier machen. Zack. Okay. Oh, wir haben sogar eine Schlagkombo, habe ich jetzt gerade festgestellt. Nice. Da, 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 da. Das ist super entspannt gerade. Ich habe auch nicht viel zu erzählen. Einfach nur ein bisschen vor mich hinregnen lassen. Da, da, da. Ich wette, wir können den ganzen, ich sag jetzt mal, Mist auch verkaufen, den wir hier finden. Wobei, wir können es auch lagern, denke ich, und dann einfach bei Gelegenheit verwenden. Wann auch immer die Gelegenheit ist. Moment. Ach, das... Ich habe schon gewundert, warum die Axt nicht funktioniert, aber es ist ja die Hake, die ich ausgerüstet hatte. Lass mich wieder reingehen und kurz alles verstauen. Brauche ich hier? Ja, ich brauche halt die Gießkanne nicht. Die kann ich lagern. Okay. Das Praktische hieran ist gerade, dass ich dadurch ziemlich viel Material sammeln dürfte, was ich dann später in den Farmausbau nutzen könnte. Das heißt, wir haben auf jeden Fall langfristig erstmal was davon, wenn ich mich hier um die Sachen kümmere. Kann leider... Ich könnte den Rest des Feldes erstmal umflügen, weil warum nicht? Dann haben wir in kommender Zeit, wenn ich genug Saat habe... Nein, was wollte ich nicht? Na, oh mein Gott. Schöne Ausdauer, die ich verschwendet habe. Dann haben wir in kommender Zeit, wenn ich Saatgut habe, die Möglichkeit, halt das einfach schon mal direkt einzusetzen. Ach, come on. Ich sollte vielleicht hier mit dem Steuerkreuz arbeiten, damit es ein bisschen einfacher wird. Ich sammle auch ganz gut Essenzen dadurch. Ach, komm schon. So, wir haben schon 19 Uhr, der Tag, der verging. Das war ein Ereignis. Das kann ich einen Baum fällen? Ja, kann ich. Sehr gut. Es war ein ereignisloser Tag. Wir haben halt wirklich nur die Sache mit der Brücke abgegeben. Aber es ist auch nicht so schlimm. Das mit dem Lehm muss ich herausfinden, was genau da auf uns wartet, wie wir das machen können. Hey. So, wir haben schon Nacht. Das heißt, allzu lang kann ich jetzt auch nicht mehr machen hier.
Es wird auf jeden Fall noch viele, viele Einheiten dauern, bis wir die Farm richtig von dem Unrat befreit haben und zu einer schönen, ansehnlichen Farm gemacht haben. Das wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Aber ist ja nicht schlimm. Das ist ja eine Let's Play-Reihe, die auch wirklich viel Zeit mit sich bringen soll und wird. Deshalb stört es mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht zu sehr, wenn wir uns eine Menge Zeit lassen können damit. So, lagern wir den ganzen Kram wieder. Und ich könnte vielleicht ein paar Beeren essen, um wieder zur Kraft zu kommen, aber... Ach, wisst... Oh, ich habe vergessen, das tägliche Essen zu essen. Aber es lohnt sich das jetzt noch? Wenn ich dort bin, dann ist das schon so gut wie rum. Ich meine, es dauert eine Stunde, in die Stadt zu kommen und zu essen. Denke ich. Na gut, wir können dann noch bis Mitternacht machen, würde ich sagen. Gehen wir noch schnell nach Mystria. Und schauen mal kurz in der Herberge vorbei. Uiuiuiuiui, ihr habt Spaß. Ich möchte gerne einmal die kostenlose Suppe abholen. Egg Drop Soup, danke. Ihr habt wirklich Spaß. Okay. Dann nutzen wir das jetzt noch. Ah, jetzt wo ich gerade einmal Mystery war, verdammt, ich hätte das nutzen müssen, dass ich einmal kostenlos baden kann. Wobei, das hätte ich nicht mit der... mit der Suppe kombinieren können. Das hätte sich nicht gelohnt. Also wenn wir baden wollen, dann wollen wir das machen, wenn ich so 5 Hell habe oder so. Ansonsten denke ich, ist es fast schon verschwendet. Okay, hier haben wir einen Käfer. Beziehungsweise ist ein Regen... Ein Redhead Worm, okay. An uncommon worm found in all season but winter. Found when breaking rocks. Nett. Da hat sich das ja schon mal gelohnt. So, wir haben... Ich frage mich, ob wir den Typen rechts, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ansprechen müssen, dafür, dass er unsere Farm erweitert. Vermutlich. Aber ja, den Wurm, den geben wir morgen ab. Und ansonsten, denke ich, haben wir für den heutigen Part dann auch erstmal alles erledigt. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Mit morgen meine ich natürlich morgigen Tag in dem Spiel und in 2 Tagen wieder zu dem nächsten Let's Play Part. Und bis dahin, macht's gut!